Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Transport Viva 2 hier auf meinem Kanal. Wir haben beim letzten Mal Kleve ausgebreitet quasi, insofern, dass wir denen jetzt auch eine Tram gegeben haben. Drei süße Trams waren es genauer gesagt. Der ICE hält dort live aus Aachen kommend. Und ich habe ein bisschen was offline an der Autobahn gemacht, das habe ich euch ja gesagt. Und das alles so weit vorbereitet, dass wir jetzt den letzten Schritt noch machen können, um Baumaterial nach Kleve zu bekommen. Aber bevor wir das tun, wieder ein Update von unseren Zügen. Deswegen mal hinein. Ich hatte ja beim letzten Mal auch einen neuen Zug auf die CZ13, sprich auf die Werkzeuglinie gebracht. Und der hat ein bisschen weniger Unterhaltskosten. Das sieht man auch in den... Ja, in den Details hier nochmal Betriebskosten 8,1 Millionen pro Jahr und der andere Zug hat ja über 10 Millionen. So, dass man jetzt schon in der Übersicht sieht, natürlich ist das immer ein bisschen versetzt, wer hat gerade was abgeliefert, macht der 3,3 Millionen plus und der 4,1 Millionen minus. Das ist natürlich nicht so gut, die Linie an sich macht jetzt mittlerweile 800.000 Euro minus. Ich denke, das können wir weiter in den Griff kriegen, das können wir uns dann auch beim nächsten Mal gerne anschauen, indem wir jetzt diesen Zug, der nämlich gerade auch hier einfährt und Ware abholen möchte, dass wir diesen Zug jetzt hier eben mal verkaufen. Zack, bam, weg ist er. Und den anderen Zug, den hätte ich jetzt noch auflassen können, fällt mir gerade ein, dass wir den dann klonen. Genau, dann haben wir zweimal die Züge, die etwas weniger verbrauchen. Und wenn ich jetzt alles richtig denke, müsste der hier drin stehen. Ups. Bisschen zu weit, genau, dann kommt der jetzt und holt jetzt im Prinzip die Sachen hier ab. Momentan liegen dann nur noch 117. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Ding. Wir könnten natürlich jetzt auch, fällt mir jetzt gerade auf, das wäre vielleicht noch besser. Komm, wir verkaufen den mal wieder. Doof, ne? Aber ich habe eine andere Idee. Wir machen mal manuell das, anstatt das mit dem Klonen. Das geht natürlich immer schön leicht, aber... Wie man sieht, hier ist es nicht so unbedingt notwendig. Wir könnten jetzt den nämlich so bearbeiten. Klar, den Triebwagen brauchen wir. Aber wir brauchen vielleicht nicht 8, sondern wir brauchen von denen, die ja auch Betriebskosten haben, nämlich jeder einzelne 333 pro Jahr. Anstatt 8 machen wir jetzt mal hier 5 rein zum Beispiel. Ne, 3 weniger oder vielleicht nur 4. Wir nehmen es mal wirklich mit 5 auf, das sind 100, genau, und dann haben wir uns ja schon 333 mal 2, also eine knapp eine Million wiederum gespart an Betriebskosten. Das macht es natürlich dann effektiver und so soll man ja auch letztendlich arbeiten, auch wenn wir hier ohne Geld spielen, sprich ohne, na, das hatte ich ja damals leider falsch eingestellt, aber das reicht jetzt aus. Der nimmt jetzt 100 mit, hier liegen 131 und wenn der nächste wieder kommt, dann nimmt der noch mal ein paar mehr mit. Der ist jetzt gerade nicht, aber der andere wird ja wieder auftauchen. Ja, dann lasst die Spiele dort weiterlaufen oder beginnen. Im Beginn sind sie ja schon. Dann zeige ich euch, wie ich mich mit Kleve und Goch und so weiter geeinigt habe. Also ich habe die Autobahn fortgeführt. Die geht jetzt komplett mit diesem Autobahnkreuz zum ersten Mal. Geht jetzt weiter, zeige ich euch gleich. Hier ist die Abfahrt dann nach Goch. Das war ja noch das Problem, die Warnung, die da ist, dass keine Verbindung nach Goch entstanden ist. Ich habe jetzt hier die Verbindung wieder hergestellt, habe hier ein wunderschönes kleines, ja wie so einen kleinen Trichter sieht das aus. Ne, finde ich ganz nice geworden. Das habe ich sogar weggemacht. Finde ich auch gut, dass jetzt so steht, ne, geht nicht weiter. Ist ja auch so. Ne, und so kommt man jetzt also in die Stadt Goch hinein und das Ganze von Kleve. Dann geht die Autobahn nach hier weiter und ich habe sie fortgeführt. Also man kann jetzt komplett die Autobahn nutzen. Diese Brücke, ihr wisst, Brücken ist immer nicht so ganz so mein Ding, ist grundsätzlich ein bisschen, ja, nicht ganz so optimal. Aber ich hatte ein großes Problem hier mit der Geschichte, dass der Pfeiler hier auf den Schienen war. Also gerade eben so geht das. Also da düst jetzt der ICE mit weiß nicht wie viel Sachen dran vorbei. Aber es sollte funktionieren. Auf jeden Fall ist es... so gelungen. So kann man jetzt die Autobahn weiter fortführen. Die geht natürlich, hier ist Aachen die Abfahrt, da ist die Abfahrt Gladbach. Beginnen tut sie hier hinten in Köln. Also man kann jetzt von Köln per Autobahn komplett einmal hoch bis nach Kleve. Das finde ich richtig nice. Ne? Aber man kann ja auch mit dem ICE von Gladbach wiederum nach Kleve fahren. Das war ja auch Ziel der Sache. Und ebenfalls Ziel langfristig gesehen ist, dass Kleve und Duisburg eine ICE-Strecke kriegen. Aber das alles nach der Reihe nach. Wir haben die Richtung hier auch ausgebaut. Ihr seht es, auch hier musste ein Tunnel entstehen.
damit wir jetzt hier letztendlich die Geschichte nutzen können und dann damit zurück nach Kleve fahren können. Aber auch hier ist die Option da, nämlich die Autobahn hier ja noch zu verlängern bis nach Duisburg und wenn wir wollen, dann eben noch nach Bochum, Gelsenkirchen, wird übrigens falsch geschrieben haben, sehe ich gerade. Gelsenkirchen. Gelsen, da ist ein A zwischen. Gelsen war das. So, jetzt ist Gelsenkirchen auch richtig. Ja, wo es auch immer hinführt, aber die Optionen sind da, das ist doch schon mal schön. Was wir aber jetzt machen wollen, erstmal ist jetzt hier die Baumittelgeschichte nach Kleve zu transportieren. Und ich würde auch ganz gern, wie ich beim letzten Video schon gesagt habe, Krefeld und Aachen die S-Bahn hier verbinden, damit dort die Verbindung mal von dem einen Fluss zum anderen Fluss da ist. Das versuchen wir heute zu schaffen. Hier habe ich ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wir müssen jetzt nur den Steinbruch natürlich einmal anzapfen. Das tun wir, indem wir hier ein Gebäude reinsetzen. Was? Ne, Bus nicht. Ja, hier. Da reichen auch die zwei. Allerdings brauchen wir keine Tramgleise. Gibt es auch eine Tram, die Baumaterialien transportiert? Ich fürchte nicht. So, das ist einmal. Und das gleiche brauchen wir natürlich dann hier, denn hier muss die Sachen hin. Ich habe die mal so ein bisschen krumm gelassen, weil ich fand es recht schön, wie das halt durch diese Bäume, durch diesen Wald da geht. Das war doch auf jeden Fall schützenswert. So, hier ja, reichen auch zwei. So, dann haben wir das und das. Das würde also schon worken. Aber was noch nicht worked, ist, dass wir natürlich noch keine Geschichte in Kleve haben. Wir hatten ja gesagt, dass die hier sind. Ja, da sind sie auch. Ich würde vorbereitend ganz gerne, damit sich das vielleicht auch noch weiterentwickelt, hier mal die Straße vorantreiben. Nämlich einmal hier, straight ahead. Aber wir können sogar bis hier gehen. Guck mal. Die dann einmal machen. Und dann könnte man rein theoretisch die auch noch so machen und die dann wieder löschen. Aber auch hier würde ich gerne, auch wenn das ein Gebäude kostet, auch noch mal was durchmachen. Mal schauen, was sich hier entwickelt. Oder dann können wir das hier auch machen. Komm. So, das heißt also, dass wir irgendwo hier dann enden können. Das ist ja, na gut, das geht auch bis nach da hinten, ne? Also mit so einem kleinen Dingelchen könnten wir fahren, da bräuchten wir nur zwei Routen. Oder kann man dem sagen, die Hälfte hier abladen, Hälfte da? Ich glaube, das ging nicht nur beladen, ne? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das ging, weil wenn wir jetzt so ein großes hier nehmen, wo ist es wiederum? Nur mal so angehalten, der würde jetzt das machen, wenn ich hier rüber gehe. Ja, das wäre jetzt passender. Müsste ich jetzt hier reinbämmen. Was ja nicht verkehrt ist, er kommt ja direkt von der Straße. Mal eben gerade machen. Gerade, was ich so erkennen kann. Sieht aber gerade aus, ja. So, dann entfernen wir zwar ein paar, aber wir kriegen sie alle. Auch sogar bis da hinten. Ja, wäre die richtige Wahl. Dafür entscheiden wir uns auch. Kriegen wir es hin, was wir die nicht entfernen? Irgendwie nicht, ne? Naja, wir brauchen ja nur eine Seite. Das könnte man natürlich machen. Das sieht immer blöd aus, ja, aber damit haben wir weniger Gebäude entfernt. Da sparen wir uns das sogar auch noch. So. Keine Schönheit, aber effektiv. So. Dann nennen wir das Ganze auch nicht Kleve Transfer. Ich nenne das, wie ihr treuen Zuschauer ja wisst, Kleve Cargo. So. Dann können wir jetzt die Linie entstehen lassen. Sollen die das dahin bringen und weiterfahren oder sollen die. Nee, ich würde zwei Routen machen. Wir machen erstmal die erste, dass die im Prinzip von hier nach hier den Bauschutt bringen. Also die Steine. Das heißt, hier sollst du laden, wenn du voll bist.
Und zwar lädst du hier Steine und hier entlädst du das dementsprechend. Das ist schon mal eine Linie. Das ist die 41 jetzt, glaube ich. Ja, wird immer mehr. 41 Cargolinien haben wir schon mit LKWs. So, wo fahren wir hin? Nach Xanten. Mit, was ist das jetzt? Stein? Ja, Stein. So, hier müssen wir auch mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwo clevererweise ein Depot machen, da wir vielleicht Xanten ja ebenfalls irgendwann mal machen müssen, setzen wir das hier hin. Hier wieder in the Bäumchen, in the Bäumchen, in the Ghetto, in the Trees. So. Und dann sagen wir ihm, ja, ich denke mal, dass wir 5 Stück auf jeden Fall brauchen. Von den Kippern nehmen wir jetzt wieder die roten oder nehmen wir jetzt die anderen? Die waren ja auch nicht schlecht. Die hatten ein bisschen mehr, ne? Die konnten 30. Ah, ne, die konnten mehr, glaube ich. Gucken wir nochmal. 38. Ja, dann bleiben wir bei denen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mal. Alle werden komplett gut unterhalten und gehen auf die C41. Zack, das haben wir fertig. Dann brauchen wir eine zweite Linie, die dann wiederum von... Hä? Neue Linie, achso. Von Xanten West fährt nach Kleve Cargo. Das wäre hier. So sieht der Weg aus, über Autobahn und über Landstraße. Wunderschön. Du sollst auch warten, bis du voll bist. Und sollst dir dann wiederum allerdings Baumaterial schnappen und das dementsprechend entladen. Das ist dann die C42. Da fahren wir nach Kleve mit, ups, da fehlt ein E, mit Baumaterial. Ich war noch nie in Kleve übrigens, wenn wir Kleve zuhören. Gerne mal schreiben, was es da zu sehen gibt, so Schönes. Ja, und jetzt brauchen wir natürlich dann wiederum LKWs. Die müssen dann, das sind keine Kipper, das sind natürlich dann wiederum die, glaube ich, also die Kastenform nimmt das auf. Ja, Baumaterial. Da können wir, wen können wir denn da mal schicken? LKW Walter, würde ich mal sagen. Und wie viel nehmen wir davon? Wenn wir jetzt, da ist der Weg länger, da brauchen wir sicherlich mehr wie 5. Wobei, das muss ja auch erstmal produziert werden. Lass uns auch mal 5 machen und das Ganze beobachten. Ah, das nimmt das das eigentlich immer, ja. So, und das auf die 42. So, dann lasst jetzt wirklich die Spiele beginnen. Wir kicken uns das mal in Schnellform an. Wie die hier rauspacen, hintereinander weg. Erstmal muss ja Material geholt werden. Da liegt schon was fleißigerweise. Wie heißt das Ding? Och, Steinbruch soll es dann auch heißen. Kommen schon die ersten. So, da liegen jetzt 14. Er wartet jetzt 90 Sekunden lang. Ist natürlich noch nicht optimal. Wenn er losfährt, gucken wir uns das aber dann mal in realer Geschwindigkeit an. Was für mich übrigens Geschwindigkeit 2 ist. Ich finde die 1 immer sehr lame. Ich finde die 2 schon recht realistisch. So, du darfst jetzt. Ich gebe dir das Go. Perfekt. Mit 24 Einheiten. Wir haben ja hinten auch noch einen Steinbruch in der Nähe von Duisburg. Den werden wir auch nochmal gleich mit anzapfen. Das ist der Tunnel von innen. Guten Tag. Oh, mit Krawatte sogar. Sieht aus, als wenn er fliegen würde jetzt. Ui. Ja, da musste eine Brücke auch her. Aber insgesamt gelungen.
Ich hätte den auch direkt machen können, aber ich fand das echt durch diesen Wald durch. Also machen wir mal einen kleineren Umweg. Letztendlich sollte es ja auch mehr Geld bringen, ne? Der erste LKW Walter fährt schon, obwohl er noch gar nichts geladen hat, aber auch ihm haben wir ja 90 Sekunden gesagt. Fahren sie halt jetzt ein bisschen umsonst, aber das kommt ja jetzt. Die Ware kütt. Und da brauchen wir dann natürlich auch ein drittes dann, wenn wir jetzt auch noch von der anderen Geschichte anliefern. Jetzt kommen erstmal die ersten Geschichten rein, die uns da bringen. 177.000 bringt das Ganze. Mal er hier, den können wir mal direkt wieder zurückholen. Denn jetzt wird produziert und hier sind auch die ersten Steinchen schon in der Pipeline. Sehr schön, das läuft erstmal. Und das Steinwerk, was ich, oder beziehungsweise der Steinbruch, den ich meine, ist der hier oben. Ja, der ist nicht ganz ausgelevelt. Haben wir denn hier übrigens. Hier warten die Leute aber. Also, das ist ja das, was ich immer nicht so ganz verstehe. Ja? Also, hier wartet einer und könnte noch mehr gebrauchen. Klappt aber nicht, weil die einfach nicht mehr produzieren. Also, das verstehe ich bis heute nicht. Der Versand. Es würde mehr produziert, wenn ich mehr versende. Aber der steht doch hier und wartet. Wisst ihr? Läuft denn hier irgendwas nicht rund? Also wo, da, wo es hingeliefert wird. Da warten jetzt 142 auf das Schiff, was übrigens 1,5 Millionen Miere macht. Und wo bringt der das denn nochmal hin? Duisburg-Hafen bringt das runter nach Düsseldorf. Wir sprechen hier von Steinen. Genau. Und dann wird es nämlich nach Ratingen gebracht, zu dem Steinwerk, wo eine ganze Menge liegt. Vielleicht muss man die Kette mal so einfach rausziehen. Und hier liegt so viel Baumaterial, was noch Ratingen muss. Vielleicht sollten wir hier mal. Wie viel Hand können die denn? Die können noch gebrauchen. Also fehlen hier letztendlich LKWs. Das können wir schon mal festhalten. Zwei Stück fahren da momentan. Da machen wir doch noch mal zwei draus. Vielleicht ist das letztendlich irgendwie der ganze Clou, dass das irgendwie ja die gesamte Kette zu sehen ist. Weiß jetzt nicht, wo sie herkommen, aber sie kommen jetzt gleich. Da können wir ja mal eben draufklicken. Wo ist er? Ach, von da kommen sie. Der DAX. Ratingen, na, ja auch schon ewig nicht mehr. Hat sich auch schön entwickelt, ne? Muss man sagen. So, hier haben wir 121, da geht was verloren. Das kann es alles sein. Wir kriegen hier, glaube ich, keine Häuschen hin, oder? Kriegen wir wenigstens so ein kleines? Ein großes doch nicht, ne? Ne, aber ein kleines kriegen wir hier hin. Boah, sogar 6 an der Zahl. Dadurch geht hier nichts mehr verloren oder weniger verloren. Aber es kommen jetzt auch noch zwei LKWs mit jeweils 25. Es könnten eigentlich noch mehr sein. Guck mal an. Also klar, das geht jetzt immer nach und nach weg. Also von daher ist das schon mal gut, zwei mehr. Ja, vielleicht wird es dann da hinten besser. Wie viel war der Transport? Also die Schiffe. Klar, kann ich jetzt auch noch ein drittes Schiff dahin jagen. 180, was konnte so ein Schiff nehmen? 252, also. Und da ist es schon wieder unterwegs. Also es wird jetzt nicht voll, wenn es jetzt aktuell so bleibt, wisst ihr? Also da kann es eigentlich nicht dran liegen, meiner Meinung nach. Und trotzdem steht jetzt hier wieder einer. Wartet weiterhin. 147 ist der Versand. Wenn ich mir das mal merken kann, dann würden wir das mal checken. Gut, wo sind wir? Da kommt ein LKW an mit null Baustoffen. Der hat denn ein anderer schon was gebracht? Nee, war noch keiner dabei. Ist vielleicht der nächste. Dass die Autos hier über dieses Kreuz fahren, würde ich ja gerne mal sehen. Das ist übrigens der nächste. 13 Stück. Guck mal hier, wie das hier aussieht, unser neues Autobahnkreuz. Kann man natürlich auch ein bisschen bepflanzen. So, und dann düst der, das gucken wir uns auch mal an und dann gehen wir auf, gucken wir uns die S-Bahn zwischen Krefeld und Aachen an.
Wir düsen mal eben mit nach Kleve. Über unsere tolle Autobahn. Naja, 80, man könnte sie echt dreispurig machen. So, dann ist er schon da. Da fährt der ICE. Wie viel sind da gerade dran? 113, Leute. Das ist ja mal krass. Und wie viel stehen in Kleve? 127. Also der ICE muss fast ein zweiter gleich rein. Was macht er denn? Er hatte mal irgendwie was von 12 minus. Jetzt hat er 3,2 Millionen minus. Also läuft. Läuft, läuft, läuft. So, jetzt fährt er hin und die ersten Baumaterialien kommen in Kleve an für. Ja, das sind jetzt 13, der kann dreimal so viel fahren, also 132 mal, also das Ganze mal 3, sind wir schon rund bei 400.000 pro Tour. Das ist schon mal auch schön. Und hier sind die ersten Baumaterialien jetzt angekommen. I'm happy. Wie sieht unsere Busgeschichte und Straßenbahn aus? Das sieht gut aus, dass hier nur 3 stehen, da sind 7 drin. Die Busse, die werden wahrscheinlich schon Minus machen, hatte ich ja gesagt. Aber die nehmen wenigstens die Leute hier mit weg. Hier stehen auch nicht viele. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt mal auf Pause machen, weil wir uns ja jetzt erstmal das Thema mit der S-Bahn noch anschauen wollen. Denn es geht um die S2, ist es, glaube ich. Genau, die fährt nur zwischen Krefeld und Düsseldorf. So, diese kurze Strecke. Gibt es auch nur einen Zug? Und wenn wir jetzt das verlängern, würde ich natürlich einen zweiten Zug dazu machen. Und den wollen wir jetzt hier mit einer Brücke, die müssen wir auch gut gestalten, hier rüberbringen. Letztendlich ja, können wir hier drauf, wir können hier dran vorbei und können die hier auf den Schienenstrang machen. Jetzt mal eben kurz terminaltechnisch gucken. Also die 5, die ist belegt, die 4 ist belegt und die 1 ist von der anderen Seite belegt. Also könnten wir auf die 3 gehen damit. Das können wir schon mal festhalten. Ja, wir machen mal dieses Signalchen hier weg. Das wird uns gleich sowieso wieder stören. Nur das Signal bitte. Ach, das ist auch eins. Ne, das ist ein Must. So, must have. Der war schlecht, ne? So, dann, wenn der hier jetzt hier kreuzt, dann würde jetzt der hier abfahren, würde da hier drauf fahren können, alles gut. Bedeutet aber, dass der aus Gleis 3 und auf Gleis 4 auf jeden Fall achten soll, wer da rausfährt. Und der natürlich ebenso. Damit diese Kreuzung da nicht blockiert ist. So, hier ist wegen dem Tunnel schlecht, aber hier könnten wir dann rausfahren. Jetzt muss ich nochmal auf die Weite gucken. Far, far away. Wir müssen dann auch über die Autobahnbrücke. Machen wir das vielleicht sofort, wenn wir sowieso hier einmal keinen großen Speed haben, können wir auch hierher fahren. Ja, finde ich nice. Manchmal finde ich das mit dem nice komisch, aber es hat sich so eingeprägt. Sorry about that. So, wir werden jetzt hier versuchen, rauszukommen. Was machst du? Warum bist du so tief? Du sollst doch von da oben rauskommen. Warum bist du dann tief? Muss ich dich tatsächlich anheben? Ja. So, und dann werden wir hier. Geht der dann nicht mehr nach unten? Also wir können auch oberirdisch ein bisschen fahren, aber irgendwann müssen wir mal wieder runter, Leute. Ach nein, da hinten ist ja eh noch eine Autobahn. Ja, dann bleiben wir auch oben. Durchaus in Ordnung. Aber dann müssen wir wieder runter. Das macht er gerade automatisch, wie ich sehe. So mittendrin. Wo ist denn das? Ja, kommen wir dann vorbei. Zack. So. Jetzt ist er wieder straight unten. Das ist schön.
So, da ist jetzt die Frage, wie gut kommen wir darüber? So gut. Hab ich nie gedacht, das kann mal weg. Hier muss es aber wieder Signale direkt geben. Nämlich die müssen aufpassen. Und da müssen wir aufpassen. Und das mit den 300 machen wir gleich. Auf jeden Fall passt das so. So, nochmal auf groß gucken. Da vorne müssen wir hin. Also können wir jetzt eigentlich relativ. Ja. So, das ist schon mal gut. Und dann müssen wir jetzt ein Brückchen bauen über den Fluss. Ich will ihn nicht Rhein nennen, weil wir haben hier mehrere Arme. So, das hat funktioniert. Yes. Dann geht es jetzt darum, dieses kleine Verbindelchen noch hinzukriegen. Und wir haben jetzt hier nicht viel Spiel für höher werden. Oder hatte ich das schon vorgebaut? Guck mal, der geht schon ein bisschen nach oben. Aber das ist nicht hoch genug. Heißt, wir müssen ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Machen wir uns doch so ein schön. Oder das hier, das kennen wir ja auch noch nicht. Ah, da fährt nichts drunter. Und tatsächlich wieder die Brücke zuerst machen. Da wird es jetzt passen. Ja. Aber hier steht ja völlig schief. So ungefähr wäre es gerade. Die kommen dran vorbei und die kommen hoffentlich jetzt nicht da hoch. Das hoffentlich war nur ein Traum. Oder du kommst da runter. Das aber auch nur mit ganz viel Anlauf. So würde es klappen. Jetzt ist das nicht ganz so optimal. Aber davon, nee, wir verlieren gar nicht so viel. Aber wir können ja auch den Bogen etwas höher spannen und dann das Ganze da hinten anpassen. Das finde ich jetzt besser. So nehme ich jetzt dafür noch ein Stückchen. Ja, da der Knick hat 151. Aber irgendeinen Knick wird es geben. So. So, und hier haben wir das Thema, dass wir hier mit dem Ding rauskommen. Das können wir aber versetzen. Das ist nicht so problematisch. Glaubst du, du dockst hier ebenfalls schön an. So. Ich würde auch mal nicht mit dem Ding da, sondern einfach nur. So, haben wir dich wieder verbunden. Jo, dann haben wir alles stehen. Jetzt die Frage, an welchem Gleis es halten soll. Ah ne, das ist ja.
Das sehen wir gleich, wenn wir die Linie erweitern. Der kommt ja von da an und fährt dann weiter. Den können wir auch auf 1 belassen, ne? Der kommt, mal eben schauen, der kommt auf 1 an, ne? Ja. Und der soll auch zurück auf 1. Dann ist es richtig, dass der hier rüberfahren kann. Der muss dann nur. Ne, passt alles. Müsste alles passen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Wir machen noch die Signale. Die Richtung passt's. Und in die Richtung auch. Gut, dann könnten wir jetzt der S so und so sagen. Doch nochmal da rein. Du wirst verwaltet. Das heißt, wenn du in Düsseldorf startest, fährst du dann nach Krefeld auf 1, das war gewünscht. Und fährst dann nach Aachen auf 5. Auch das war gewünscht. Zurück hat er ebenfalls, findet er seinen doppelten Weg. Das ist sehr schön. Fährt dann hier auf 1 und hier wieder raus. Ich sagte ja, das sollte funktionieren. Und dann zurück natürlich auch in Krefeld halten. Und dann wieder Düsseldorf. So, das fehlte noch. Ja, sehr schön. Dann heißt die Bahn jetzt Aachen. Die S2 Aachen-Düsseldorf. Und wir schauen uns das Ganze an. Da ist die Bahn nämlich gerade. In welche Richtung ist sie unterwegs? Richtung Krefeld. Ich weiß nicht, ob er das jetzt schon macht. Ob er die Änderung schon aufgenommen hat. Wir schauen mal, ob da jetzt Aachen steht. Wenn das der Fall ist, würde ich das gerne nutzen. Das ist der Fall. Dass ich dem direkt eine zweite, weil der Weg ist jetzt zu lang und dann fährt er nämlich direkt nach Düsseldorf. Welche ist das da, die wir da haben? Irgendeine grüne, ne? Ich leider noch mal reingehen, noch mal gucken. Irgendwas mit Ruhrpott oder was ist das? Kann ich nicht erkennen. Finden wir schon. So, kaufen, elektrisch, Rhein-Ruhr, Feuererde sein, das kann das sein. Den nehmen wir jetzt einfach. Kaufen. Achso, nee, das war falsch. Das muss ich hier drauf. Kaufen. Einsetzen. Ich sage jetzt erstmal, ein Zug reicht. Können wir ja immer noch nochmal neu entscheiden. Und du fährst die S2. Wir bleiben jetzt bei ihm mal bei, gucken uns die neue Strecke an. Er kommt da raus und kann ja nur Richtung Düsseldorf fahren, von daher passt das schon. So, die neue Brücke ist ein Träumchen, um das auch mal zu erwähnen. Ja, er setzt sich da hinten in Verbindung. Wir können ja auch nebenbei mal den zweiten Zug uns anschauen. Der ist jetzt in Krefeld. Der hat 15 auf dem Weg nach Aachen, aber das kann euch freiwillig gewesen sein. Und der nimmt jetzt einen mit nach Düsseldorf. Schauen wir mal. Über die Autobahn drüber, das ist echt nice. Über die Bäume hindrüber. Und dann die Einfahrt. Aachen Hauptbahnhof. Klar, hier wird er langsam, muss er auch langsam werden. Und dann hat er sein Gleis, wobei er jetzt zum Beispiel mal eben kurz stoppen. Warum fährt er nicht? Weil er hier da drin ist, aber das dürfte ihn eigentlich gar nicht stören. Wie kriege ich das weg? Weil er fährt ja sowieso geradeaus. Der wird ja jetzt nicht hier rüberfahren. Der Abschnitt ist nicht frei. Da müssten wir wahrscheinlich hier eine hinsetzen. Hier. Genau, dann müsste er jetzt fahren. Ja. Oh! Oh, es war doch nicht richtig. Ich wollte ihn, der ist auf dem falschen Gleis. Ganz einfach.
Da sind zwei auf Gleis 4, deswegen hat er auch gewartet. Normal hätte ich, wunderte ich mich, warum er überhaupt dahin muss. Er soll eigentlich auf die 3. Das können wir ihm ja jetzt sagen. So, dann passt es auch. Er hat übrigens 33 Leute schon mitgenommen. Ist ja nicht wenig. Hat sich sehr schnell umgesprochen. Wir gucken uns aber jetzt mal den neuen an, der jetzt gerade in. Wo kommt der an? Was haben wir denn hier? In Aachen. Achso, das ist schon der, ne? Bin ich jetzt wirr? Dann ist der doch anders gefahren, ne? Der ist auf jeden Fall jetzt auf 3 reingefahren. Wartet jetzt sehr lange, fällt mir gerade auf. Wir müssen noch ein Signal hier hinsetzen. Wo ist denn eins? Da. Ist noch nicht frei. Das ist doch richtig. Also da darf er nicht fahren. Aber da darf, ist doch keine Strecke drin. Da müsste er doch fahren dürfen. Also den brauchen wir dann nicht. Aber ich kann ja hier noch einen hinsetzen. Dann fährt er wahrscheinlich wieder. Ein Stinkerchen. So, dann gucken wir uns ihn nochmal an. Wie er jetzt darüber gekommen ist, frage ich mich auch. Der hat dann wahrscheinlich in Krefeld dann direkt wieder gedreht. Was jetzt nicht nötig war. Aber gut. Der erste, der andere, der ist jetzt gerade mit den 33 Leuten in Krefeld. Nimmt nochmal, oh ja, guck mal, 133 mit, der ist voll. Und der hat ja aus Aachen auch schon wieder 29. Also das ist eine gute Umsteigegeschichte da hinten. Das gefällt mir. Umso mehr Züge, umso besser. Wir kriegen jetzt sowieso nicht mehr viel hin. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal an, weil es so schön ist, im wahrsten Sinne. Da kommt der Spruch her. Ein wunderschönes Brötchen. So, der fährt jetzt auch auf 1. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da steigt gar keiner aus. Die wollen von Aachen einfach nach Düsseldorf und von da aus wahrscheinlich weiter. Nämlich auch mal interessant, wie der Düsseldorfer Hauptbahnhof jetzt aussieht. Das können wir ja hier schon sehen. Für die S2 warten schon 268 Leute. Ja, und das ist dann eben jetzt so der Effekt. Jetzt steigen die alle aus. Jetzt werden die anderen dann auch mehr, weil die umsteigen. 23, 25, 26, 39. Kann jetzt beides sein, aber in der Regel hier jetzt zum Beispiel 49, 51. Das waren die jetzt gerade aus der Bahn. Und der fährt mit 136 los, ist auch klar, da fehlt also im Prinzip entweder müssen wir doppelstöckig fahren oder wir müssen gucken, dass wir wirklich noch eine dritte Bahn reinsetzen. Also aktuell ist es ein 5-Minuten-Takt, was man eigentlich für eine S-Bahn als optimal bezeichnen würde. Ne? So, und Düsseldorf bleiben jetzt dann trotzdem welche stehen, aber nicht sehr viele, also das ist jetzt noch okay. Wenn der andere direkt kommt, passt das. Wir fliegen mal eben zum anderen Zug und schauen uns noch einmal die Einfahrt in Aachen an. Jetzt kommen wir erstmal in Krefeld an. In Felbert, diese Silbermine ist nicht uninteressant, weil irgendwas war da auch mit Silber in der Nähe, hatte ich ja schon mal erwähnt. So, da fahren jetzt 93 nach Aachen. Der kommt jetzt hier mal parallel gesehen mit 136 Leuten in Krefeld an. Ja, und die Hälfte aussteigen und einige wieder rein.
Jetzt fährt er auch direkt aufs richtige Gleis. Wo, wie viele warten? 190. Naja, Leute, das ist eindeutig zu wenig. Also, es geht auch immer noch, weil ja 136 passen jetzt da rein. Dann kommt der nächste ja auch nochmal. Aber das war mir fast klar, dass das jetzt hier eine Umsteigegeschichte wird. Der ICE kommt gerade aus Kleve mit komplett 162. Der ist auch durch. Es kommen wieder 104, warten schon da drauf. Also, das Ganze läuft, würde ich mal sagen. Dann werden wir noch eine Sache, bevor das Video leider schon wieder vorbei ist, wenn wir einmal schauen, wie unsere Geschichte mit den hiermit klappt. Da liegt jetzt nichts weiter an Steinen. Die sind bei 100. Jetzt lassen wir ganz schnell 147, war das, glaube ich, bevor ich das wieder vergesse. Die Geschichte hier ist auch bei 147 geblieben. Ne? Also woran das auch immer liegen mag, ich habe es noch nicht raus. Wo sind wir mit den... Da. Wie viele Baustoffe liegen da? Alles gut. Wir machen zwar Minus, aber es sollte in Kleve ja auch was ankommen. Hatten wir ja schon gesehen. Wie viel ist es gerade? 55 von 178 bringt 20% mehr Wachstum für Kleve, wo wir jetzt mittlerweile bei möglichen 852 ist. Also die Stadt wird sofort wachsen. Das hatte ich echt ja schon vorausgesagt, dass das eine der größeren Städte wird. Platz 3 wäre es dann. Aktuell Platz 4. Größer wie Mettmann. Ja, so sieht's aus. Also eine Menge Baustellen haben wir immer, aber ich glaube, wir arbeiten ganz gut ab. Das mit dem Steinbruch nervt mich, aber keine Ahnung, wie wir das da hinkriegen, müssen wir mal gucken. 133 warten schon wieder auf den ICE auf der Richtung. Wir können also einen zweiten ICE rausschicken. Gut, Leute, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei und es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.